Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Eine Frage, die ich in letzter Zeit sehr oft gestellt bekomme, ist: Du, lohnt sich eigentlich das Upgrade von einem alten HTC One M7 2013er Version auf das neue HTC One M8 2014er Version? Wir erinnern uns, ich hatte ja damals den großen Vergleichsmarathon zwischen dem Samsung Galaxy S4 und dem HTC One M7. Das hat damals das M7 für sich gewonnen und dann habe ich das für meine Verhältnisse wirklich lange genutzt als neues Haupt-Android-Gerät. Dann wurde es verkauft und jetzt kommt der Nachfolger raus. Und ich habe die letzten Tage immer mal wieder, vor allem über Ostern, ausführlich das M8 mit einem M7 vergleichen können. Ich hatte leider keine Kamera dabei und konnte mir jetzt das M7 nicht nochmal ausleihen. Deswegen muss ich das Video hier kurz ohne M7 machen. Aber ich meine, die paar Punkte, die ich jetzt aufzähle, um die Frage zu beantworten, meiner Meinung nach, kriegen wir auch so hin. Also, wir fangen zuerst an mit dem Gewicht. Es fällt wirklich auf, das neue Gerät wiegt 160 Gramm, das alte sind 140 Gramm. Und ja, wenn ich die Geräte blind in die Hand nehme, merke ich definitiv den Unterschied. Das neue ist schwerer. Fühlt es sich seltsamer an? Ja, es fühlt sich auch nicht seltsamer an, aber es fühlt sich anders an. Denn HTC geht hin und baut ja sein Aluminiumgehäuse jetzt A an den Seiten runter und B auch noch um das Gerät fast bis vorne zum Display ran. Und es fühlt sich ein bisschen besser an, muss ich auch sagen. Aber jetzt kommen wir zum großen Nachteil meiner Meinung nach. Das Gerät ist im Vergleich auch einen ganzen Zentimeter länger geworden. Und das merke ich und mir persönlich ist das neue M8er leider dadurch zu lang geraten. In der Breite haben wir eigentlich kaum einen Unterschied. Und ja, das neue Gerät ist auch ein bisschen dicker geworden, aber die 0,1 mm, sorry, das merke ich absolut nicht. Also, allein vom Außengefühl würde ich das neue vorziehen, wenn es nicht so lang wäre. Deswegen mein Gewinner, das M7 von in den Pfoten halten. Dann haben wir das Display. Hier ist der große Unterschied zu sehen. Das alte M7 hat ein 4,7 Zoll Display, das neue hat ein 5 Zoll Display. Merke ich das ein bisschen, ganz wenig, ganz dezent. Ja, beim Draufstarren würde ich definitiv das größere vorziehen. Dann schreien jetzt viele, aber beide haben doch die größere Auflösung, die gleiche Auflösung. Aber bei einem größeren Display ist dann hier die Punktpixeldichte oder die Pixeldichte nicht so dicht. Ja, ist aber egal. Beides ist über 400 und das reicht aus. Also ich habe auf beide immer wieder hin und her gestarrt und konnte beim besten Willen keinen Unterschied ausmachen. Nach ein paar Minuten habe ich mir dann doch eingebildet, dass das M7er schärfer wirkt. Aber da saß ich wirklich so vor dem Gerät und habt alles gegeben. Nächstes Feature, wo viele immer schreien und HTC ja auch andere Wege geht, ist die Kamera geworden. Ich mochte die Kamera beim M7 nicht, weder für Videos noch für Fotos. Ja, wenn man sich Mühe gibt und Zeit nimmt, dann kriegt man hier mit HTCs Ultrapixel-Technologie auch schöne Bilder hin. Ich muss aber sagen, sowohl beim M7 als auch beim M8 habe ich einfach eine zu hohe Fehlerquote von diesen Standard-Smartphone-Schnappschüssen, die man dann immer wieder raushaut. Das gefällt mir nicht. Also beides nicht meine Lieblingskameras. Der zweite Sensor beim M8er für die Tiefenschärfe, ja, da kann man nicht ein paar Gimmicks mitmachen. Nutzt man die wirklich? Nee. Fand ich die Kameraqualität vom M8 jetzt besser, von dem, was ich auch hin und wieder gesehen habe und vergleicht habe, auch mal nochmal alte Aufnahmen mir angeguckt von damals, merke ich nicht wirklich einen Unterschied. Für mich kein Wechselgrund. Eventuell ein Wechselgrund wäre dann die Frontkamera. Damals hatten wir 2 Megapixel, jetzt kriegen wir hier fette 5 Megapixel. Alles normale Megapixel, keine Ultrapixel-Technologie. Da ist HTC etwas inkonsequent, meiner Meinung nach. Die Frontkamera ist definitiv besser, sowohl für Selfies, Bilder oder auch vor allem für Videos geeignet, ganz klar. Also da dann kameratechnisch allein wegen der Frontkamera der Sieger das M8. Kommen wir zu den Lautsprechern. Beim M7 stand hinten noch schön Beats, ich glaube Beats Audio noch drauf. Bei den neuen steht das dann nicht mehr, da ist es ausgelaufen von der Technologie und vom verwendeten Sound. Da hat das neue M8 aber nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, es ist, ich würde nicht sagen lauter, aber es klingt definitiv besser, wärmer, voluminöser. Da habe ich mehrere Lieder, mehrere Videos verglichen und ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich ganz klar die neuen Lautsprecher den alten vorziehen.
Von der Performance, gut, der alte hatte Quad-Core 1.7, der neue hat jetzt Quad-Core 2.3. Beide haben 2 GB RAM. Ich muss aber ganz klar sagen, die HTC One-Dinger sind mit das schnellste, das, wie sagen die Amis immer, snappy. Also wirklich, die Kisten rennen und sind flüssig. Wirklich eins der Geräte, beides, einige der Geräte, die wirklich richtig flüssig sind. Da stehen die sich meiner Meinung nach in nichts nach. Natürlich würde ich jetzt sagen, wer weiß, was da für an Apps noch Updates und sonst was kommen. Da hat das neue Gerät natürlich den Vorteil mit dem besseren Prozessor. Aber jetzt im normalen Leben, während der normalen Anwendung, wirklich mal wieder keinen Unterschied. Wo wir aber noch einen deutlichen Unterschied sehen, ist bei Android. Klar, das alte hat inzwischen auch 4.4er Update bekommen, aber HTC lässt es sich ja nicht nehmen, da HTC Sense drauf zu klatschen. Seine eigene Oberfläche, die wirklich mal wieder viel umkrempelt. Muss man sagen, das M7 hat noch 5.0 oder inzwischen das Update auf 5.5 bekommen. Wird aber auch in Zukunft demnächst bald das Update auf das HTC 6.0 Sense bekommen, was hier verbaut ist. Also dementsprechend nicht wirklich ein Unterschied. Und ganz ehrlich, erstrebenswert finde ich Sense nicht. Mir werden die Play Editions um einiges lieber. Also da unentschieden. Akkulaufzeit, ganz klar das Neue mit dem stromsparenden Prozessor, mit dem größeren Akku, der nochmal ich glaube 300 mAh angewachsen ist. Mehr Ausdauer auf der Seite, Punkt dafür, aber ich glaube wirklich einen Unterschied merkt man da. Ja, man merkt einen, aber ich glaube die wenigsten reizen ihre Geräte wirklich so weit aus. Schöner Vorteil beim M8, die Aufwachfunktion, denn beide haben blöd den On-Off-Knopf hier oben drauf. Hier kann ich dann durch draufklopfen oder durch Wischen das Gerät dann aufwecken und brauche es dann nicht hier mit dem Knopf umständlich da oben hinzugreifen. Zum Ausschalten nimmt man dann eins von diesen Standby-Widgets, einfach draufdrücken und fertig, dann ist die Sache gegessen. So, das war noch so ein Feature am Rande. Mir persönlich, ich glaube, das alte hat nämlich den Kopfhöreranschluss noch oben, das neue unten. Naja, egal, beides Micro-USB, das neue mit Nano-SIM, das alte noch mit Micro-SIM. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem dicken Unterschied, denn das neue kann noch mehr. Es, was bei dem alten viele aufgeregt hat, obwohl es in der Basisvariante schon 32 GB hatte, dann gab es noch eine 64er-Version, hatte es keinen Micro-SD-Karten-Slot. Ja, ich weiß, es gab eine Asien-Edition, die hatte sogar Dual-SIM und die hatte auch Micro, aber die hatten wir ja hier nie. Das neue kommt sehr standardmäßig schon mal mit 16 GB als Basismodell. Dafür ist es trotzdem nicht günstig, aber endlich auch mit einem Micro-SD-Karten-Slot, wo viele schreien, juhu! Entschuldigung, also das freut mich und ganz klarer Vorteil hier. Auch wenn ich jemand bin, der eigentlich mit 16 GB am Smartphone auskommt, allein die Möglichkeit zu haben, für einen Urlaub, für was Längeres, einfach die Micro-SD-Karten da reinzuballern oder zu wechseln, finde ich gut und ganz klar hier sehr schön erstrebenswert. So, wir hatten es von außen, wir hatten das Display. Finde ich beim Display übrigens noch einen Unterschied vom Reflexion, Helligkeit, irgendwas, farbenfroh. Nö, also hatte ich ja eben gesagt, da fiel mir jetzt nicht wirklich irgendwas großartig auf. Die Lautsprecher M7 besser, Lautsprecher M8 besser, Kameras durch die Frontkamera M8 besser. Also kommen wir eigentlich zum Ende. Das Neue bietet ein paar schöne neue Funktionen, neue Updates. Natürlich, es wäre seltsam, wenn es das nach einem Jahr nicht bieten würde, wenn HTC sich da aufs Ohr gelegt hätte. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, das Update darauf lohnt sich in meinen Augen nicht. Wer sowieso noch einen 2-Jahres-Vertrag hat oder die Dinger jetzt sofort selber kaufen will, macht euch keine Mühen, wenn ihr euer M7 habt, freut euch damit, ganz ehrlich. Natürlich kann das hier 1, 2, 3 Sachen besser, habe ich gerade aufgezählt. Aber dafür dann jetzt nochmal 650 Euro auf den Tisch zu legen, selbst wenn ihr euer altes für, was weiß ich, ich kenne die eBay-Preise gerade nicht, 300, 350 noch vertickt bekommt, ich würde mir das Update sparen. Dafür ist hier zu wenig Anreizpotenzial auf was Neues. Also da meiner Meinung nach ist da nichts, was einen wirklich bewegen wird. Ihr werdet mit dem dicken Ding hier hinten nicht wirklich super neue Bilder machen. Also das, was viele früher gestört hat. Nee, nicht wirklich. Ihr werdet nicht super neu mehr oder merklich deutlich mehr Akkuleistung haben. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Aber nichts, was einen dann wirklich zum Wechsel genug ist, um einen Wechsel in meinen Augen zu rechtfertigen. Oder ein Upgrade. So will ich es eigentlich ausdrücken. So, wenn noch Fragen sind,
schreibt's rein. Ich werde es dann eventuell beantworten. Ansonsten, das soll es gewesen sein. Meiner Meinung nach lohnt sich ein Upgrade, ein Wechsel vom M7 aufs M8 nicht wirklich. So, vielen Dank fürs Zugucken. Wer es trotzdem macht, habt Spaß damit. Meiner Meinung nach, jeder soll sich das Smartphone holen, was ihn am glücklichsten macht oder wo er meint, am glücklichsten mit sein zu können. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!